I don't feel as alone as I used to. Wish that wasn't the case. Und damit hallihallo und ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und der Demo von unserem Horrorabenteuer We Harvest Shadows, dem zweiten Teil. Ihr habt es euch gewünscht, ich ebenfalls. Und ja, jetzt sind wir hier am sechsten Tag und wir wollen unbedingt wissen, wie es jetzt hier weitergeht. So, aber ich würde sagen, wir... Oh, Leute, diese Musik. Wie schön ist das einfach. Ich hab's vermisst. Ich habe es vermisst. Wow. Und ich hab's ja auch gesehen. Also, dieses Spiel erfährt gerade auf Steam einen unglaublichen Hype. Man kann's auch verstehen. Diese Musik, diese Geschichte. Ja, und dann auch diese Mischung aus, keine Ahnung, kann man es so sagen? Kann man sagen, dass das hier eine Mischung ist aus The Forest und, ja, Landwirtschaftssimulatoren und sowas alles und irgendeinem Horrorspiel? Ich weiß gar nicht genau, welches Horrorspiel, aber man kann auf jeden Fall sagen, diese Mischung passt. Ach, guck mal, da unten ist die Katze. Naja, ich würde sagen, wir lassen kurz nochmal die Geschichte Revue passieren, oder? Also, wir sind ein junger Mann namens Garrett, glaube ich, ne? Ich glaube, wir hießen Garrett. Und, naja, wir haben unsere Mutter verloren und eventuell sogar auch unsere Freundin. Denn da gab es ja diesen Flashback, da standen wir auf irgendeiner Brücke. Da gab es einen Reh und ich gehe mal davon aus, dass wir an dieser Brücke, es war so eine Erinnerung und da haben wir wahrscheinlich unsere Freundin verloren. Vielleicht ist die da ebenfalls irgendwie ums Leben gekommen, keine Ahnung. Und jetzt wollten wir natürlich so ein bisschen Entspannung haben. Wir wollten uns zurückziehen von der Außenwelt, sind jetzt hier irgendwo in einem Wald und haben uns diese Bude hier gekauft, ne? Diese Waldhütte. Und hier wollen wir einfach zur Ruhe kommen. Wir wollen mit der Außenwelt nichts mehr zu tun haben. Tja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß hier bei der, naja, wahrscheinlich letzten Folge von We Harvest Shadows. Und wir wollten ja zur Scheune gehen, ne? Die ist ja da hinten. Wir gehen direkt mal raus, erst nachher wieder dunkel wird. Ne? Wir müssen ja aufpassen, wir dürfen nur am Tage unterwegs sein, weil ja hier draußen in den Wäldern irgendwas Mysteriöses lauert. So, hier ist die Türe, öffnen wir mal und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter jetzt zur Scheune. Zur Scheune, wir haben ja da hinten diesen Zaun kaputt gemacht mit unserer Axt. Jetzt müssen wir generell trotzdem erstmal gucken, wie die Steuerung hier nochmal war. Wir drücken einmal kurz Tab. So, hier, erkunde das das Innere der Scheune und $12 haben wir hier auf jeden Fall. To-Do-Liste, Tag 6. So, Tab-Taste drücken wir nochmal und wenn wir jetzt hier die Q-Taste drücken, wie war denn das? Irgendwie konnten wir doch hier unser Inventar öffnen. Ah, das ist mal so ein bisschen blöd, ne? Also wenn ich 2-3 Tage nicht gespielt habe, vergesse ich einfach die Steuerung. Aber wir drücken einfach mal kurz nochmal Q. Ah, jetzt, so funktioniert es. Wir müssen also Q-Taste halten. Haben wir hier unsere Axt und Axt Level 2. So, hier vorne haben wir unsere Karte und die Gießkanne. Wir nehmen jetzt einfach mal die Axt Level 2. Könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Man weiß ja nie. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier am Tage... Ja, dass hier keine Gefahr auf uns lauert, ne? Oh, das sieht so toll aus einfach. Wow. So, der Hühnerstall steht immer noch hier. Auf jeden Fall, unsere Hühner sind ebenfalls wieder fleißig am Spazieren. Wir können ja mal gucken, ob die schon mal so ein paar... Eier gelegt haben. Und gar nicht mal so wenig, Leute. Die nehmen wir hier gleich mal mit, sammeln die mal ein und packen die mal direkt hier auf unser, ja, auf unseren Anhänger rauf, ne? Haben wir gleich mal wieder ein bisschen Geld. Wobei, wir haben ja eigentlich genug, ne? Wie viel haben wir jetzt? $12 haben wir jetzt hier. So, packen wir die mal dahin und gucken mal nach, wie viel wir jetzt hierfür bekommen. $5,20 und hier noch ein paar Tomaten dran. Ne, ich glaube, wir hatten auch gar nicht mehr gegossen, ne? Ach, hier doch. Hier sind auch ein paar dran. Nehmen wir die auch mal noch mit. Zack, zack und zack. Ja, die sehen auch richtig gut aus. Ja, und dann bin ich ja mal richtig gespannt, wie sich die Story jetzt hier noch entwickelt, ne? Also, wie geht's jetzt weiter? Also klar, wir werden die Story jetzt wahrscheinlich nicht komplett erleben, weil wie gesagt, es ist ja nur eine Demo-Version. Und ich weiß auch gar nicht genau, ob ich den Namen von dem Entwickler richtig ausgesprochen habe. Also ich habe ja gesagt, David Wheel oder so. Es könnte allerdings sein, also ich habe keine Info darüber gefunden. Es könnte natürlich sein, dass der Entwickler auch ein Deutscher ist, dass der hier in Deutschland irgendwo ansässig ist. Aber
dann würde er ja nicht David Wheel heißen, sondern David Wehle, oder? Also ich weiß es nicht. So, da hinten an diesem Turm waren wir ja gewesen, da waren wir oben, haben dadurch ja auch die Karte freigeschaltet, ne? Wir gucken mal einmal ganz kurz nochmal nach. Drück mal hier die Karte. So, hier, ne? Nächste Seite, wir drücken einmal linke Maustaste. So, genau, diesen Kartenabschnitt C2 haben wir freigeschaltet, unser Haus. Wie war das mit dem Zoomen? Ach, hier, rechte Maustaste. So, genau, hier ist unser Haus. Da oben müsste der Turm sein. Genau, ne, hier ist der See. Und ich habe keine Ahnung, was diese schwarzen Punkte bedeuten. Keine Ahnung, Grundstücksgrenze. Auf jeden Fall war ein riesengroßes Grundstück. Richtig gut gemacht. So, packen wir das Ding wieder ein. Und jetzt gehen wir mal hier in die Scheune rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wir nehmen mal lieber... Ah, hier, neuer Ort entdeckt. Ich würde sagen, wir nehmen mal lieber unsere Axt wieder zur Hand, ne? Denn es gibt ja hier wohl auch Wölfe. Ich weiß nicht so genau, ob es die hier auch haben. This is incredible. This will be perfect for cattle. Ja, ob sie hier auch am Tage gibt. Ein Rinderstall. War das sicherlich mal gewesen. Was, wir sollen jetzt schlafen gehen? Wartet mal. Erkunde das Innere der Scheune. Ja, wir gucken trotzdem erstmal nach. Und was ist denn das hier eigentlich? Tragen. Wow, this looks like pure zinc. I read that an old factory is nearby. Also hier irgendwo in der Nähe soll wohl noch eine Fabrik sein. Eine Zinkfabrik vielleicht. Legen wir erstmal hin. Vielleicht können wir das sogar hier ja auch verkaufen, ne? Oder beziehungsweise auf unseren Wagen legen, bekommen ein bisschen Geld dafür. Wir legen es trotzdem erstmal wieder ab, weil ich glaube nicht, dass wir damit klettern können. Hier vorne ist ja noch eine Leiter. Oh, Leute, ich will eigentlich hier alles mal angucken. Guck mal, wie viel Sachen es hier einfach gibt, die wir uns angucken können. Da hinten ja ebenfalls. Können wir die ganzen Sachen hier eigentlich jetzt schon betreten? In der Demo-Version müsste man eigentlich mal ausprobieren. So, was haben wir hier noch? Und wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall unsere Uhrzeit im Auge behalten. Denn, wartet mal. Es wird schon wieder dunkel. Wir müssen runter, Leute. Wir müssen runter. Und zwar ganz, ganz schnell. Hä? Wie schnell ist denn der Tag hier vorbei? Wir müssen doch mal kurz zurück. Wir gehen gleich wieder zurück zur Scheune, aber wir müssen erstmal pennen. Denn ich habe keine Lust, in dieser Scheune abzuhängen, während es nachts ist. Das wäre gar keine gute Idee. So, die ganzen Baumstämme liegen ebenfalls noch hier. Die müssen wir auch noch einsammeln, ein bisschen Kohle machen. Ah, seht ihr, jetzt hätten wir gleich mal direkt noch dieses Sinkteil mitnehmen können. Ne? Hätten wir mal gucken können, wie teuer das wäre. So, wir gehen mal pennen. Und dann gehen wir am nächsten Tag dahin. Die Tage vergehen hier so schnell. So, wir gehen schlafen. Und dann Tag 7. Kapitel abgeschlossen. Neue Shop-Gegenstände verfügbar. Oder so? Nee, freigeschaltet. Speichert. What the hell do I do now? Um die Geschichte voranschreiten zu lassen, gehe zum Shop und kaufe einen Gegenstand, der mit Sternchen markiert ist. Hierdurch wird eine Reihe wichtiger Ereignisse und Aufgaben gestartet, die zu Enthüllungen über Garretts Vergangenheit und Zukunft führen. Durch das Abschließen von Kapiteln werden zudem im Shop neue Gegenstände freigeschaltet. Ah, okay. So, schließen wir das Ding mal hier. Aber trotzdem, wartet mal. Ich will nochmal zurück zur Scheune. Und warum? Das Gewehr. Leute, wo kommt denn jetzt dieser ganze Müll hierher? Wir nehmen das mal hier mit. Mach mal nochmal ein bisschen sauber. Optionale Aufgaben kannst du in deiner To-Do-Liste finden. Guck mal nochmal. Sammle unten den ganzen Müll ein und verkaufe ihn. Zerbrich 3 Baumstümpfe und verkaufe 12 Baumstämme. Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt erstmal den ganzen Müll mit. Also ich muss sagen, das Spiel macht irgendwie süchtig. Man will immer mehr machen, man will immer mehr erfahren. Man will einfach die Geschichte hier vorantreiben, ne? Das Spiel vorantreiben. So, legen wir mal den Müll hier rauf. Mal gucken, was passiert. 30 Cent. Naja, ist ja auch nicht die Welt, ne? So, ich hoffe, du hast gut gepennt hier. Ja, guten Morgen, Kätzchen. So. Haben wir es abgeschlossen? Ne, 28%. Ja, wartet mal, dann holen wir noch schnell, ganz schnell hier den anderen Müll. Zack. Zack. Hier noch mehr. Passt natürlich alles hier in unserem Karton rein. So, noch mehr? Ne, mehr können wir nicht tragen. Gehen wir wieder zurück. So, damit können wir jetzt nicht wirklich rennen. Zack.
So, wie viel haben wir jetzt? Haben wir die erste Aufgabe ja gleich schon geschafft. 57%. Ich würde auch super gerne mal da hinten mit diesem Quad rumfahren. So, warum können wir jetzt nicht rennen? Jetzt können wir wieder rennen. Vielleicht können wir es sogar noch in der Demo machen. Mal sehen. Wir brauchen ja irgendwelche Teile dafür, ne? Stand am Anfang, glaube ich, dran. Am Anfang der Demo-Version. So, Lampe können wir ausmachen, ne? Oder? Obwohl, hier ist ein bisschen dunkel. Lass mal die Lampe einfach mal an. So, wo haben wir noch mehr Müll? Hier. Zack, zack. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel so einen Hype abfährt auf Steam. Selbst die, ja, Gaming-Medien berichten über dieses Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Ist ja nicht oft so, dass kleine Indie-Entwickler irgendein Spiel raushauen und dass große, ja, Gaming-Medien darüber berichten. So, die GameStar und so weiter, ne? Konnte man tatsächlich Artikel drüber lesen. Sowas fördert das natürlich. So, haben wir noch mehr hier? Hier ist noch ein bisschen. Und was ist das hier? So, hier noch eine Dose. Ja, also mal sehen, wohin der Entwickler dieses Spiel noch bringt, ne? Also wie groß dann diese Landschaft hier noch sein soll und alles. Lassen wir uns mal überraschen. Schade, dass das Ding erst 2025 auf den Markt kommt. Aber gut, soll er sich mal Zeit lassen, denn wie gesagt, es ist schon mal ein sehr, sehr guter Start hier mit der Demo-Version. Und wäre ja echt schade, wenn das Ding hier nicht klappt. 82%, so, wir brauchen immer noch ein bisschen Müll. So, wo haben wir denn noch mehr? Hier, das hier. Zack, zack, zack. Ja, ich glaube, die Bude ist wieder sauber, oder? Hier ist noch ein bisschen. Jetzt müsste es aber eigentlich reichen. Hier ist noch was. Ja, jetzt, ne? Jetzt müsste die Bude hier wieder sauber sein. Räumen wir das Ding mal zurück. Und damit müssten wir dann schon die erste Aufgabe erledigt haben, ne? So. Ja, guck mal. Haben wir gemacht und jetzt zerbricht drei Baumstümpfe. Jetzt gehen wir aber ganz kurz mal hier nochmal zu diesem Baubuch oder was das hier auch immer war. Und gucken mal kurz nach, wie teuer das Gewehr ist. Hinweis, neue Gegenstände wurden freigeschaltet. Bestätigen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Werkzeuge, Hage. So, wie fahren wir jetzt? $45. Aber wir sollten ja wohl irgendwie, glaube ich, das Gewehr kaufen, ne? Vogelscheuche, wo ist das eigentlich? Keine Ahnung. Leute, seht hier irgendwo ein Gewehr? Ach, hier. $100. $100. Wir brauchen $100, Leute. Wow. Wir schließen das Ding mal. So, jetzt zerhacken wir mal hier die ganzen Holzstümpfe. nehmen wir uns mal hier unsere Level-2-Axt. Zack, zack. Ach, guck mal. Wahrscheinlich müssen wir hier auch so eine Vogelscheuche aufbauen, damit die Krähen die Tomaten nicht angreifen, ne? Das ist ja cool gemacht. So, Nummer 1. Nummer 2. Na komm schon. Ah, zack. So, und den hier noch. Gut, dass wir eine starke Axt jetzt dabei haben. So geht das hier deutlich schneller. So, haben wir's? Zerbricht drei Baumstümpfe. Haben wir doch gemacht, oder? Waren das nicht die Baumstümpfe? Wartet mal. Verkaufe 12 Baumstämme. Hä, das sind doch die Baumstümpfe, oder? Zerbrechen. Das ist merkwürdig, Leute. Oder meint die jetzt? Verkaufe 12 Baumstämme. Zerbrich 3 Baumstümpfe. Hä? Aber da passiert nichts. So, das Ding kippt um oder meinen die jetzt den hier? Wartet mal. Ach, jetzt. Oh, wir müssen also tatsächlich erst die Bäume fällen und dann können wir die Baumstümpfe zerbrechen. Na gut, machen wir das hier direkt mal. Dann den hier noch. Zack. Das geht fix mit unserer super neuen Axt hier. So, dann das Ding ja auch noch zerbrechen. Und dann müssten wir ja fast die Aufgabe erledigt haben. So, nehmen wir den Baum da hinten noch. Ja, aber irgendwie schade, ne? Guck mal, wir haben hier so ein schönes Grundstück gehabt mit viel Baum. Und jetzt zerstören wir hier unseren eigenen Wald.
Eigentlich ja gar nicht gut. So. Nächste Aufgabe erledigt. Und verkaufe 12 Baumstämme. Ja, eins. Also ich hoffe, die meinen jetzt hier nicht 12 komplette Bäume, sondern hier wirklich nur 12 Baumstämme. Und es wird wieder nachts, Leute. So, 50 Cent. Next one, please. Den hier. Zack. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Drücken einmal die Tab-Taste. Ja, so ist es, ne? 12%. Das Ding noch? Ja, komm, tragen wir gleich mal zwei hier, oder? Ah, wartet mal. Wir können, glaube ich, hier unsere Tragkraft erhöhen. Da waren ja Medikamente oder so bei Medizin. Gucken wir gleich auch nochmal nach. Ganz interessant eigentlich. So, rauf damit. Zack. Hier stand doch irgendwas, ne? Wir drücken nochmal. Und dann hier Medizin. Ausdauer, Tragegeschwindigkeit. Das können wir uns mal hier nehmen, oder? Jetzt kaufen. Level 2. Ja, kommt, einen nehmen wir noch, oder? So. Können wir ein bisschen mehr tragen. Aber jetzt wird es nachts hier, Freunde. Wir müssen wieder rein. Und wir gehen erstmal pennen. Denn wir wollen keine Probleme haben mit diesem merkwürdigen Wesen, was sich da draußen rumtreibt. Irgendwo da draußen in den Wäldern. So, und was sagt das Bild hier? Das soll sich auch irgendwie verändern. Wenn merkwürdige Dinge passieren. Aber sieht ja erstmal normal aus. So, die Türe machen wir auch wieder zu. Man kann nie wissen. Jetzt liegen hier draußen diese ganzen Baumstämme rum. Ja komm, wir gehen pennen, ne? Wir brauchen den nächsten Tag. Ach, guck mal. Die Katze ist jetzt hier. Komm mit ins Bettchen. Wir kuscheln zusammen. Nee, wir können doch nicht ins Bett. Wir müssen kurz warten. Aber so gehen wir auf keinen Fall raus. Boah, guck mal, wie schnell sich der Mond bewegt. Das meine ich. Ne? Also ein bisschen langsamer hätte man das schon machen können, dass der Tag auch ein bisschen länger dauert. Boah, wartet mal. Ich dachte gerade, da hinten steht irgendjemand. Aber war nur das Licht da hinten, ne? Diese... Ja, dieses Schattenspiel. So, jetzt legen wir uns mal hier hin. Und dann müsste ja Tag 7 beginnen, oder? Nee, Tag 8 sogar schon. Speichert. Ah, ein neuer Tag. So, dann werden wir mal die ganzen Baumstämme jetzt hier einsammeln. Bild sieht in Ordnung aus. Kätzchen, denen geht's auch gut. Wir können dem Kätzchen noch ein bisschen Futter geben hier. Zack. Kannst auch mal ein bisschen frühstücken hier. Was ist denn das da hinten? Guck mal. Da leuchtet doch irgendwas, oder? Ey, das hat so eine unheimliche Stimmung hier. So eine unheimliche Atmosphäre im Dunkeln. Auch wie der Wind hier weht. Richtig gut gemacht. Ich liebe die Atmosphäre hier in dem Spiel. So, Leute, kommt. Wir holen jetzt hier die letzten Baumstämme. Wo liegen sie denn? Ach, hier. Kriegen wir ihn? Nee, den kriegen wir nicht. Der ist hinterm Zaun. Müssen wir uns jetzt hier mit denen hier abfinden. Und wir können uns tatsächlich, guck mal. Wir können jetzt schneller laufen tatsächlich. Das ist cool gemacht. So, rauf damit. Zack. Und die nächsten Baumstämme. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Aufgabe erledigt haben. Vielleicht kriegen wir sogar wirklich noch die Knarre. Mal sehen. So, den hier noch. Den hier noch. Drauf damit. Zack. So, wie fahren wir jetzt? 83%. Oh, geht ja schneller als gedacht, Leute. Da hinten leuchtet doch noch was, oder? Das Ding stecken wir wieder ein. Na, komm schon. So. Zack. Und ich glaube, jetzt haben wir ja tatsächlich schon das Geld zusammen, oder? So, jetzt sollen wir wieder pennen gehen. Wartet mal kurz. Verkaufe 12 Baumstämme, haben wir gemacht. 75 US-Dollar. Aber ich wollte es trotzdem ganz kurz mal ausprobieren. Wir haben ja noch gar nicht alles von der Scheune gesehen. Lass uns mal ganz kurz nochmal zurückgehen und gucken, was die Scheune noch so auf Lager hält. Ja, wahrscheinlich können wir unser Grundstück hier gar nicht verlassen, ne? Da ist ja dieser Zaun, kommen wir gar nicht vorbei. Dann wird sich die Demo wahrscheinlich wirklich nur hier in, ja, auf dem Grundstück hier abspielen, ne? Jetzt gehen wir nochmal kurz hoch und gucken mal nach, ob da noch mehr ist. So, hier lag ja irgendwas, ne? Ich glaube, das war Munition oder so. Das ist auch nur Licht. Also diese Lichtstimmung haben die wirklich gut gemacht. Das sieht echt fantastisch aus. Oh, hier ist nichts weiter. Geht's hier noch höher? Warte mal, wir machen mal ganz kurz Licht an. Hier, ne?
Was ist das hier? Guck mal. Eine Ölkanne. Mit diesen seltenen Gegenständen kannst du nicht nur die besten Gegenstände im Katalogshop kaufen, sondern du brauchst sie auch, um das Spiel abzuschließen. Halte bei deinen Erkundungen Ausschau nach ihnen. Ach so, Ölkännchen. Also die brauchen wir, um die Story abzuschließen. Wir gucken mal, ob hier noch mehr ist. Hier, guck mal. Wir schmeißen das mal runter, weil ich glaube, wir können damit bestimmt nicht... Fällt's runter? Wir können damit bestimmt nicht Leiter steigen. Jetzt haben wir noch mehr hier. Wunderschöne Aussicht. Und guck mal, da hinten ist auch nochmal so ein Turm, ne? Oder ist es der Turm, wo wir waren? Ne, der ist hier rechts, ne? Ja, der ist hier rechts. Hier da hinten, da könnten wir dann quasi die nächste Karte freischalten. Hier, guck mal. Gewehrmunition. Ob wir die noch brauchen werden? Ich bin ja gespannt. Bin neugierig. Unser Grundstück. Wow. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch so ein Grundstück kaufen. Also, wenn man so viel Geld hätte, ne? Aber ein Traum. Einfach ein Traum. So, gehen wir wieder runter. Mehr ist hier tatsächlich nicht. Dann nehmen wir uns mal hier diese Sink-Dinger mit. Na, kommen wir hier runter. Hallo? Jetzt. Runter mit uns. Und dann gucken wir mal nach, ob wir die Dinger jetzt hier mitnehmen können. So, wo waren die Leiter? Hier. Jetzt müssen wir die Dinger erstmal suchen hier. Wo waren die? Irgendwo haben wir die doch jetzt hier runtergeschmissen. Mal gucken, ob wir hier mehrere tragen können. Wo liegen die denn jetzt? Ich wollte doch mal ausprobieren, wie teuer die sind. Ach hier, guck mal. Eins und zwei. So, haben wir noch mehr? Glaube fast nicht, ne? Nö, ich glaube, das war's. So, gehen wir nochmal zurück und gucken nach, wie teuer die jetzt hier sind. Wie viel Geld die uns bringen. Was ich auch cool finde, wartet mal. Guck mal, die Wolken, die sind... Keine Textur, die sind, glaube ich, wirklich echte 3D-Objekte, ne, die sich verändern. Ist auch schön gemacht. Ah, ich liebe es einfach, Spiele zu erkunden. Vor allem auch auf technischer Seite. Und ich habe auch gelesen, dass hier auf der Karte irgendein Geheimnis versteckt sein soll. Mal gucken, ob wir es noch rauskriegen. Hatte ich in den Steam-Foren gelesen. So, zack, $30. Guckt euch das mal an. So viel haben wir jetzt, ne? 135. Wir könnten uns tatsächlich jetzt das Gewehr kaufen. Mal gucken, ob es freigeschaltet ist. So, Gewehr, wo waren das? Farm? Ist die Vogelscheuche? Medizin? Werkzeuge? Hier, wollen wir uns das Gewehr kaufen, Leute? Ich weiß ja nicht. Machen wir gleich mal. Ich habe irgendwie Angst, dass wir jetzt die Demo beenden, ne? Wenn wir jetzt das Gewehr kaufen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Das sieht so schön aus. So, wo ist die Sonne da hinten? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wollte einfach hier nochmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Guck mal, wie weit geht denn das hier? Da hinten ist wahrscheinlich der Eingang, ne? Der Eingang hier zu unserem Hof. Ja, da ist der Zaun. Da kommen wir nicht weiter. Und da hinten, guck mal, da ist auch noch irgendwie so eine Hütte. Gucken wir uns auch nochmal ganz schnell an. Unsere Ausdauer-Aspekt. Da hätten wir uns auch nochmal ein bisschen Medizin kaufen können, ne? Dann halten wir mehr aus. Also an Ausdauer. Dann gehen wir hier nochmal lang. Und dann müssten wir eigentlich soweit alles angesehen haben hier auf der Karte. Ja, guck mal hier. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Die Sonne geht unter. Es wird wieder abends. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir öffnen mal die Türe. Zack. Wir kommen hier tatsächlich rein. Und guck mal hier. Nochmal ein Sing-Teil. So, rennen wir mal schnell zurück. Ah, ich würde auch sehr, sehr gerne langsamer laufen. Aber ich habe einfach Angst, dass wir hier, naja, irgendwelchen merkwürdigen Tieren begegnen. Guck mal hier, was haben wir hier noch? Vielleicht eine Höhle oder so? Nee, irgendeine Pfütze. Ja, komm, wir müssen zurück. Sonst wird's hier ungemütlich. Und wenn wir schon mal dabei sind, ich muss mich erstmal bei euch bedanken. Wie viele Likes habt ihr mir gegeben auf das letzte Video hier von diesem Spiel We Harvest Shadows? Likes, Kommentare ohne Ende. Aber man muss ja auch sagen, das Spiel ist auch einfach mega interessant. So, wieder $30 verdient. So, was machen wir jetzt? Kaufen wir uns so schnell das Gewehr? Ja, komm, wir machen es, ne? Und was ist denn das da hinten eigentlich? Schade, dass wir nicht ranzoomen können. So, wir kaufen uns doch hier noch schnell das Gewehr. $100, zack. Jetzt kaufen. Ein leistungsstarkes Gewehr, die klassische Wahl für die Jagd. Jetzt kaufen. Durch das Erwärmen dieses Gegenstandes wird eine Ereignissequenz gestartet, die im Ende der Demo gipfelt. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Ja. Finally, some good news.
Wow. Leute, wir haben eine Knarre. Kätzchen. Nee, Spaß. Das ist natürlich nur Spaß, Leute. Komm rein. Komm rein. Mietz, mietz, mietz. Wir machen sogar Licht an hier. So, linke Maustaste. Wir müssen natürlich aufpassen, ne? Dass wir jetzt nicht einfach hier rumschießen, rumballern. Denn Schießen ist ebenfalls auch die linke Maustaste. So, schließen wir das Ding. Ja, seht da, Leute. Die Wölfe sind wieder da. Jetzt gucken wir mal ganz kurz auf uns. Oh! Ihr seht's! Oh mein Gott! Hab ich Gänsehaut. Hab ich Gänsehaut. Ah, Zettel, los, weg mit dir. Dich brauchen wir gerade nicht. Leute, wollen wir die Türe öffnen? Wollen wir die Türe öffnen? Ich weiß es nicht. Niemand hier. Hast du irgendwas gesehen? Meistens ist es ja so, ne, dass Tiere paranormale Dinge sehen können. Dinge, die wir als Menschen nicht sehen können. Auch immer ganz interessant. Da gibt es ja auch Videos, ne, wo Tiere einfach in irgendeine Ecke gucken, wo eigentlich gar nichts zu sehen ist. Aber scheinbar sehen die da irgendwas. Und mich interessiert unglaublich, was hinter dieser Türe ist. Wahrscheinlich geht es hier runter, ne? In den Keller oder so. Muss ja, denn hier ist ja das Treppenhaus. So, jetzt gucken wir mal nach, ob wir ins Bett können. Eine Knarre haben wir auf jeden Fall. Oh, könnt ihr euch erinnern? Wo das Ding hier angefangen hatte zu ruckeln. Haben wir hier irgendwas drinnen noch? Nee, machen wir wieder zu. So, wir gehen pennen. Funktioniert sogar. Und ich hatte ja auch gesehen, Tag 9. Das kranke Paar. Kapitel 2. Hä? Kapitel 2? Naja, kümmern wir uns gleich mal drum, aber... Jetzt gucken wir trotzdem noch mal ganz kurz auf unsere To-Do-Liste. Schieß 5 Dosen auf dem Holzstapel östlich des Hauses. Nichts lieber als das. Lasst uns mal die Knarre ausprobieren. Und was mir auch aufgefallen ist, also nicht mir, aber ihr habt es mir gesagt. Hat ihr gerade irgendwas geflüstert? Hätte man fast meinen können. Naja, egal. Wir gehen erstmal raus, laden hier unsere Knarre nach. Ja, was ich sagen wollte, ihr habt es mir gesagt. Und zwar am Anfang der Demo-Version. Am Anfang, als wir in dem Auto saßen, im Rückspiegel, da konnte man ein unheimliches Gesicht sehen. Richtig gruselig, das ist mir nicht aufgefallen, Freunde. Ich habe da, ja, auch gar nicht drauf geachtet. Ich habe natürlich mich umgesehen, aber ich habe kein Gesicht gesehen da im Spiegel. Als ich mir dann das Video nochmal angesehen habe, ihr hattet auf jeden Fall recht, da war wirklich ein Gesicht zu sehen. Richtig, richtig gruselig. So, was hat er gesagt? Östlich. Ich glaube, wir sind richtig, ne? Im Osten geht die Sonne auf. So, östlich, passt. Hier müssen wir lang. So. Wir sollen Dosen runterschießen von irgendwelchen... Wartet mal, was stand da dran? Schieß 5 Dosen auf dem Holzstapel östlich des Hauses. Ja, ich glaube, wir sind richtig, ne? Da vorne, bestimmt. Da ist der Holzstapel. Wir brauchen unser Gewehr nochmal. Zack. Dann wollen wir doch mal sehen, wie gut wir jetzt hier sind im Schießen. Also, hier. Zack. Bam. Zack. Also ich muss sagen, das Ding hat ein echt gutes... Oh! Wow! Komm schon! Wow! Ah, komm! Wir haben keine Munition mehr! Komm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, das Ding hat ein wahnsinnig gutes Trefferfeedback. Komm einfach hier die Wölfe aus dem Wald. Ich dachte, die kommen nur in der Nacht. Oh, mein Herz. So, die beiden hier noch. Zack. Meine Stimme ist weg. Meine Stimme ist weg. Haben wir es erledigt? Scheinbar. Schieß 5 Dosen auf dem Holzstapel östlich des Hauses. Haben wir gemacht. Oh, ich muss erstmal durchatmen. Hab ich mich erschrocken, Freunde. Ey, was ist hier denn los? Heidewitzka. So, Licht können wir ausmachen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, nicht, dass hier noch weitere Wölfe kommen. Die haben wir wahrscheinlich jetzt hier, ja, geweckt, ne? Weil wir geschossen haben. Das wird sein. Boah, das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus hier.
Könnte man direkt wieder hier so ein schönes Thumbnail erstellen, ne? Mit dem Haus. Warte mal, vielleicht wieder von der anderen Seite? Oder nee, von hier vielleicht. Das sieht auch ganz gut aus. So, was soll man jetzt eigentlich machen? Also ins Bett können wir ja noch gar nicht gehen. Es ist noch hell. Es ist tags. Können wir jetzt damit vielleicht rumfahren? Auch nicht, ne? Nö. Das Kapitel hieß irgendwas mit Paar, ne? Das geheimnisvolle Paar oder so? Ach, keine Ahnung. Was für ein Paar? Wartet mal, wir können ja mal ganz kurz, da wir ja sowieso noch nicht schlafen können, gucken, was da hinten ist. Wir gehen jetzt hier einfach mal am See vorbei. Ey, das Wasser sieht auch so richtig klasse aus, ne? Voll schön. Können wir da eigentlich durchgehen? Warte mal, wir probieren das einfach mal aus. Mal gucken, ob wir schwimmen können. Nee, schwimmen können wir leider nicht. Und auch das hier mit der Scheune, das sieht cool aus. So, wir haben keine neue Aufgabe, ne? Wir gucken nochmal. Nee, wir haben keine neue Aufgabe. Irgend so ein Schuppen oder so, ne? Können wir eigentlich, wenn wir jetzt die Karte öffnen, wartet mal, können wir damit eigentlich laufen? Ja, wir können laufen, aber wir sehen nicht unsere Position auf der Karte, ne? Guck mal, mal sehen, ob wir da reinkommen. Boah, das sieht cool aus. Irgend so ein Schuppen hier oder so eine Garage oder sowas. So, stecken wir erstmal die Karte hier wieder ein. Guck mal, neuer Ort entdeckt. Wartet mal. Hier. Aber leider ohne Beschriftung. Ja, wahrscheinlich irgend so ein... so, wie schließen wir das Ding wieder? So. Irgend so eine Werkstatt oder so. Guck mal, wir kommen hier sogar rein. Oder? Tür öffnen. So, Taschenlampe an. Wir nehmen aber sicherheitshalber mal hier noch unsere Knarre, ne? Man weiß ja nie. Wir laden das Ding mal nach. Ja, was ist deine Geschichte hier, altes Gebäude? Alte Reifen? Hier, guckt mal. Aha. Firmenfeier. Komm zu Mr. Johnsons Haus. Genieße kostenloses Essen und Unterhaltung und erfahre mehr über die fantastischen Vorteile einer Beschäftigung bei Johnson, Metals & Co. 5. Juli 47, 19 Uhr. Aha, Johnson Metal. Bring deine Freunde mit, bring deine Freunde mit, bring deine Freunde mit. Ja. War wahrscheinlich eine richtig coole Party. Haben wir hier noch mehr? Ja, also irgend so eine Fabrik oder so, ne? Hat ein bisschen auch was von Stalker jetzt, oder? Also das Spiel bedient sich ja an allen Ecken und Kanten. Aber ist auch nicht schlecht. Man muss ja immer sagen, da gibt es ja auch so ein Sprichwort. Ja, wie war denn das? Irgendwie mit, ach, keine Ahnung. Nicht kopiert, sondern zitiert. Irgendwie so. Wer weiß. Guckt euch mal diesen Van hier an. Hier ist auch noch was, guckt mal. Aha. Nehmen wir mit. Munition. Also man kann ja auch richtig craften, Leute. Wir müssen die Uhrzeit im Auge behalten. Wir müssen gleich wieder zurück. Kann man hier noch irgendwas machen? Nee. So, hier ist auch nichts weiter, ne? Hier könnten wir noch lang, aber da ist ja dann auch der Zaun. Ja, mehr ist hier nicht. Leute, wir müssen zurück. Tür öffnen. Wir hauen ab. Es wird wieder dunkel. So, und beim nächsten Mal, also beziehungsweise am nächsten Tag. Boah, guck mal, wie das aussieht, oder? Wartet mal. Ah, nee, können wir ja gar nicht machen, oder? Wir können das jetzt nicht wegwerfen. Wir müssen das mitnehmen. Oh, guck mal, wie das aussieht. Richtig schön. So, wir rennen ganz, ganz schnell zurück zu unserem Haus. Ich hoffe, wir schaffen es noch vor Einbruch der Dunkelheit. Denn wie gesagt, das geht ja hier doch ruckzuck. Und mal sehen, wie lange die Demo jetzt hier noch geht. Stellt euch mal vor, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. Der erste Teil dauerte, glaube ich, eine Stunde oder so. Also anderthalb Stunden bereits die Demo jetzt hier, ne? So, kommt, komm, 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 komm. Ach, schon hinne. Ja, wir brauchen dringend Ausdauer. Dringend Ausdauer. Ja, das schmeißen wir jetzt ganz schnell hier auf diesen Hänger hin. Oh! Rauf das Ding! So, und dann ganz schnell wieder rein hier. Oh! Falsche Taste, Leute. Sorry, sorry, sorry. Verzeiht mir. Das war die falsche Taste.
So, laden wir nochmal nach. Und dann gehen wir hoch jetzt zu pennen. Ja, die Wölfe sind wieder da. Das Bild verändert sich ebenfalls. Wir gehen nach oben. Und gehen jetzt nochmal pennen. Geht das? Ja, funktioniert. Tag 10. Okay, I got you, bud. I got you, it's okay. And you said they'd provide the witness, right? Yeah, they said it's not ideal, but we can just grab someone from the tax office. Okay, great. Oh, I can't believe we're doing this. Oh, I think he's waking up. Oh, shh, it's okay, Garrett. You keep resting, sweetie. We got a ways to go. Unsere Eltern. Okay, we're here. You scoop him up. He'll wake up on the way. Als wir ein Baby waren. Okay, I got you, bud. I got you, it's okay. Wow. I'm sorry I was gone for so long, bud. I won't leave you again. Unser Vater und unsere Mutter. Was bedeutet das, Leute? Was bedeutet das? Also unser Vater. Dad, when are you getting here? Did you get my letter? Ah, also an unseren. I'm so tired. I have so many years left. What am I gonna do? Maybe coming out here wasn't a good idea after all. But I can't go back. I'd rather die than go back. Okay, Leute, also wir haben. Guck mal, wenn wir das Ding hier nochmal öffnen, wartet mal. So, hier. Er ist der Einzige, der meine Adresse hat. Ich frage mich, wann er herkommen wird. Wir haben also einen Brief an unseren Vater geschickt. Unser Vater hat uns getragen. Er hat gesagt in diesem Flashback. Oh, diese Musik. Wow. Er hat sich bei uns entschuldigt, dass er so lange weg war. Wo war er? Wir waren auf jeden Fall ein Kind in dieser Erinnerung. Was sollen wir jetzt tun? Erreiche einfach das Ende des Tages. Leute, das ist traurig. Was ist mit unseren Eltern passiert? Es ist grau draußen. Es regnet. Ein trauriger Tag. Wow. Ich bin beeindruckt. Wir sollen das Ende des Tages erreichen. Leute, da vorne ist jemand. Da hinten auch. Wer ist das? Unsere Eltern, wartet mal. Hä? Sie verschwinden. Moment mal, ich habe eine Idee. Ah, falsch das da. Wartet. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Unsere Eltern? Guck mal da. Unsere Mutter? Und sie sind weg. Oh Leute, ich habe wahnsinnig viele Fragen gerade im Kopf. Wo geht's hier eigentlich hin? Ah, da hinten ist der Turm, ne? Ey, wie gut ist das gemacht? Wie gut ist das gemacht? Und guck mal da hinten. Das sind wieder Personen. Mehrere. Hä? Wer ist das? Unsere Mutter? Oder unsere Freundin? Sie verschwindet.
Leute, ihr glaubt nicht, was ich gerade fühle. Ich kann mich so gut in, ja, in Spielen hineinversetzen, auch in Filmen und so weiter. Ich finde das irgendwie wahnsinnig sentimental. Vor allem auch so mit dieser Musik und so, ne? Hat irgendwie sowas, ja, Nostalgisches, Melancholisches. Richtig cool. Da oben ist die Sonne. Hört gar nicht auf zu regnen. Wir sollen das Ende des Tages erreichen. Warte mal, jetzt kaufen wir uns erstmal hier noch ein bisschen Medizin. Ausdauer, das brauchen wir. Nehmen wir uns. Noch ein. Noch ein. Laufgeschwindigkeit, auch ganz praktisch. Traglast, guck mal hier. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich noch irgendwie Geld brauchen. Jetzt haben wir hier alles aufgebraucht. So. Schließen wir das Ding wieder. Ja, weiß ich nicht. Was soll man jetzt tun? Einfach nur warten. Guck mal, wenn wir jetzt hier gucken, erreiche einfach das Ende des Tages. Scheinbar, ne? Können wir jetzt das Ding benutzen? Aber geht ja nicht, ne? Ist ja kaputt. Aber da stelle ich mir lustig vor. Das macht bestimmt Spaß, ne? Wenn wir die Vollversion nachher haben. Und hier einfach rumdüsen. Von Ort zu Ort. Also ich muss sagen, das ist eines der atmosphärischsten Spiele, die ich gespielt habe. Also klar, da gibt es wahnsinnig viele Spiele, die unglaublich atmosphärisch sind. Ne? Jedes Spiel hat ja da immer so seine eigene Art und Weise. Aber das Ding hier, man muss sagen, ein einziger Entwickler, wenn ich mich nicht irre, und dann stellt er hier sowas auf die Beine. Da gibt es auch einen ganz interessanten Text im Hauptmenü. Das hatte der Entwickler selbst geschrieben. Können wir uns nachher mal durchlesen, wenn ich es nicht vergesse. Die Sonne geht unter. Mal gucken, ob sich im Haus jetzt irgendwas verändert hat. Also wir können jetzt erstmal nichts weiter machen. Wir müssen jetzt warten, bis der Tag zu Ende ist. Gucken, ob hier noch irgendwas drin ist. Nee. Und der Küche auch nicht, ne? Freezer. So, das Bild verändert sich. Okay. Es wird dunkel draußen. Jetzt gehen wir mal nach oben. Wir sollen das Ende des Tages erreichen. Mal gucken, ob wir jetzt pennen gehen können. Nee, können wir noch nicht. Müssen noch abwarten. Die Sonne ist aber bestimmt schon weg, oder? Wir machen das Licht aus. Da hinten ist die Sonne. Da geht sie unter. So, jetzt vielleicht. Wir gucken noch. Wartet mal. Was ist das da unten? Da liegt doch irgendwas unterm Bett. Hat bestimmt irgendwas zu bedeuten. So, können wir immer noch nicht. Ob wir hier noch irgendwas sehen. Oh, wie das hier runterhaut, ne? Diese Geräusche auch dabei. Oh, da hinten die Scheune. Ist schon gruselig irgendwie. Stellt euch mal vor, wir wären jetzt da hinten in der Scheune, ey. Wow. So, wir gucken mal nach, ob wir jetzt ins Bett gehen können. Nee, immer noch nicht. Aber wartet mal. Ich dachte, es wird irgendwie dunkler jetzt hier. Leute, ihr hört's. Wir können nicht ins Bett. Wir können nicht ins Bett, obwohl es dunkel ist. Wir müssen irgendwas machen jetzt hier im Haus. Guck mal da unten. Das oh, hab ich mich erschrocken. So, wir haben das Ende des Tages erreicht. Wir sollen... Links war ein Geräusch. Was jetzt? Irgendetwas will, dass ich ihm in den Schuppen folge, nordöstlich des Hauses. Ey, nee, das ist doch nicht... Oh! What do you want with me? Can I just live here in peace? Is that too much to ask? Was? Das Bett ist weg, Leute. Hier ist die Hütte. Wir sollen zur Hütte. Ich will doch einfach nur pennen gehen. Ich habe Gänsehaut ohne Ende. Leute, wir nehmen unsere Knarre. Wir nehmen unsere Knarre. Warte mal, wie war denn das? Kuh halten. Kuh, hier ist unsere Knarre. Nachgeladen ist das Ding. Wir müssen zur Hütte. Welche Hütte? Die Scheune? Wir gucken uns ganz genau um. Nichts zu sehen. Ach nee, die Hütte da hinten, oder? Die kleine Hütte. Da müssen wir hin. Ey, ich sehe fast nichts. Gut, dass wir hier eine Taschenlampe haben. Ohne diese Taschenlampe wären wir hier aufgeschmissen.
Die war da hinten, ne? Diesen Weg hier entlang. Ey, wie das hier runterhaut. Mitten in der Nacht. Unser Bett ist weg. Es regnet in Strömen. Und wir sollen diese Hütte betreten. Diese Hütte erkunden. Aber warum? Was ist in dieser Hütte passiert? Da vorne kommt sie. Hinter uns ist nichts. It's all in your head, Garrett. Stop being such a little bitch. You lunatic. Naja. Also meine Hose ist voll. Die Türe hat sich einfach von alleine bewegt. Da vorne ist irgendein Foto oder so. Was ist das? Lesen. Eine seltsame Notiz. Schaue. Weiche zurück. Aber schaue nicht zu lang. Was? Wir müssen wieder rein? Das machen wir liebend gerne. Was sollen wir jetzt tun? Hier! Da sind wir! Was? Was? Wir sollen schauen, aber nicht zu lang. Ah, ich verstehe. Leute, die Dinger bewegen sich. Diese Personen bewegen sich. Wir müssen sie anleuchten. Wo sind sie? Da hinten. Da ist irgendein Pärchen. Das Kapitel heißt ja auch irgendwie Pärchen. Wir müssen sie anleuchten. Aber nicht zu lange. Wo sind sie? Da hinten stehen sie. Hand in Hand, Leute. Wie gruselig ist das denn? Wie gruselig ist das? Ab ins Haus mit uns. Ab ins Haus mit uns. Rein. Rein. Türe zu. Oh mein Gott. Ein ziemlich merkwürdiges Bild jetzt hier. Wir gehen nach oben. Mal gucken, ob jetzt unser Bett wieder da ist. Oh mein Gott. Was ist das hier, Freunde? Was ist das? Was erleben wir hier wieder für einen Psycho-Horror? Oh mein Gott. Reen Claire. Unsere Freundin. Claire, I'm so sorry. Ich sehe dich. Oh mein Gott. Was? Was? Danke fürs Spielen. Bitte erwäge, We Harvest Shadows auf Steam auf deine Wunschliste zu setzen. Ist bereits passiert. Die Vollversion beinhaltet neue Werkzeuge, Feldfrüchte, Fahrzeuge und gefährliche Feinde. Ein Quadratmeile Land zum Erkunden, mit Liebe gestaltet. Eine emotionale, über 4 Stunden lange Geschichte mit einem unvergesslichen Ende. Boni wie der Endlosmodus, Entwicklerkommentare und mehr. Boah, das Bild ist so schön. Wow, einfach nur wow, Leute. Zum Hauptmenü zurückkehren. Was ist das für ein Spiel? So, und das hier hatte ich gemeint. Eine Anmerkung des Entwicklers. Guck mal hier. Wollen wir es mal kurz lesen? Ihr könnt es ja überspringen, ne? Also wenn wir es jetzt lesen und euch interessiert das jetzt nicht. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant. Pass mal auf. Lieber Spieler, danke, dass du meinem kleinen, ungewöhnlichen Spiel eine Chance gibst. Wie viele andere Entwickler arbeite ich den ganzen Tag wie besessen am Computer und hoffe, dass meine Kreationen ein Publikum finden. Aber meistens träume ich davon, nie wieder auf einem Computerbildschirm zu schauen und auf eine weit entfernte Farm zu fliehen, damit ich mitten im Nirgendwo Dinge anpflanzen und sammeln kann. Ne? Also wie hier im Spiel tatsächlich. Es gab tatsächlich jemanden, der die Welt hinter sich ließ und sich schwor, nie wieder mit einem anderen Menschen zu sprechen. Im Jahr 1986 fuhr Christopher Knight mit seinem Auto in die Wildnis. Bis ihm das Benzin ausging, ließ er stehen und ging in den Wald, wo er die nächsten 27 Jahre bleiben sollte. Er redete nie mit sich selbst und sprach buchstäblich die ganze Zeit nur ein Wort. In den 1990er Jahren traf er zufällig auf einige Wanderer und murmelte das Wort Hi. Ich las das Buch über Christopher während einer schwierigen Zeit in meinem Leben. In gewisser Weise beneidete ich ihn, bis ich von den kalten Wintern in Maine las, die er ertragen musste. Die einzige Möglichkeit, die Nächte zu überleben, bestand darin, alle paar Stunden aufzuwachen, um herumzulaufen und sich aufzuwärmen. Manchmal, wenn er kurz vor dem Tod stand, sah er eine schwarz gekleidete Gestalt am Rande seines Lagers stehen.
die ihn mit einem bedrohlichen Lächeln anstarrte und ihn aufforderte, näher zu kommen. Später sagte er, dass er manchmal, wenn es zu kalt war, in Erwägung zog, sich der verhüllten Gestalt zu nähern. Aber er entschied sich, sie zu ignorieren und sich weiter aufzuwärmen. Auch wenn keine Menschen in der Nähe waren, war Christopher nicht so allein, wie er dachte. Vielleicht erkläre ich dir eines Tages mehr darüber, was ich in den letzten Jahren eigentlich gemacht habe und wie es zu diesem Spiel kam. Es ist aus purem Selbsthass und Verzweiflung entstanden, was es zu meinem bisher persönlichsten Werk macht. Ich schäme mich ein bisschen für die Dinge, die ich gefühlt und durchgemacht habe, aber es hat sich gut angefühlt, diese Gefühle in dieser Geschichte zu verarbeiten. Ich hoffe, die Demo gefällt dir und ich wünsche dir Glück, wenn du dich den unvermeidlichen Wintern in Maine stellst, auch wenn die verhüllte Gestalt vor deinem Zelt auf dich wartet. Herzliche Grüße, David. Leute, das habe ich gemeint. Das hier ist ein echt persönliches Werk. Also ein Werk, ja, mit dem der Entwickler vielleicht versucht hatte, irgendwelche Dinge zu verarbeiten, ne? Fand ich ganz, ganz interessant. Ah. Was soll man über das Spiel sagen? Ich bin absolut begeistert. Einfach nur beeindruckt. Ich will die Vollversion, Leute. Ich will die Vollversion spielen. Die Geschichte ist spannend. Ich will wissen, was hier passiert. Wer war jetzt dieses Pärchen? Was ist mit unseren Eltern? So, und wer ist diese Claire? Warum sah sie jetzt gerade so, naja, ich sag mal so, merkwürdig aus? Und wer ist dieses Monster gerade gewesen? Dieser riesengroße Kopf in unserem Schlafzimmer? Fragen über Fragen. Was für eine Demo. Fast 2 Stunden haben wir jetzt hier gesessen, Leute. 2 Stunden eine Demo gezockt. Wie lange bitte geht denn die Vollversion? Und vor allem, wir haben nur ein kleines Stück der Karte gesehen. Nur ein ganz kleines Stück. Die Welt hier ist also noch riesig. Ich bin richtig neugierig. Ich will gar nicht aufhören. Ich will weiterspielen. Aber wir müssen das Ding jetzt hier beenden, Leute. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zusehen, für eure ganzen Kommentare, für eure Likes. Und ja, also ich habe so das Gefühl, dass euch dieses Spiel ja auch gefällt. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne diesen Kanal hier, damit ihr die nächsten spannenden Projekte nicht verpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.